Hi, ich bin Tobi. Ihr kennt mich vielleicht aus Sebastians Videos. Interessiert uns alle sehr, ne? Kevin, das ist so ein Lost, dass du mit so einem Licht leuchten musst, Alter. So peinlich. Das ist ein Profi-Setup. Ich hab dir mal eine vernünftige Kamera, Digga. Ja, er leuchtet voll, leuchtet. Guck mal, du filmst so. So hast du gerade gefilmt, Digga. Ja, bist du dumm? Komm, Digga. Bruder, ich warte doch nicht so lange. Mach nicht so Auge. Holy shit. So, was geht? Wir sind jetzt in Berlin. Wir haben Kevin obviously gerade getroffen. Wir gehen jetzt was essen. Kevin zeigt uns ein bisschen die Stadt, erzählt uns was. Bruder, du bist 5 Minuten hier und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also. Same. Ansonsten gehen wir jetzt gemeinsam mit Kevin, der wie gesagt ortskundig hier ist und sicherlich einen oder anderen historischen Fact zu Berlin kennt. Was überhaupt essen? Nichts. Ich weiß nicht, bei welchem Bezirk du bist. Perfekt, Kevin. War hier nicht die Mauer sogar? Digga, was weiß ich denn? Ich bin ein Bett. Alter, ist das peinlich. Du bist doch hier geboren, oder nicht? Ja, es geht so. Da reden wir nicht drüber. Jedenfalls gehen wir jetzt was essen und ja. Guck mal, die hat zwei Farben, die Wurst. Guck mal, sieht aus wie eine Kippe. Bro, ich geb dir einen Zehner, wenn du noch anziehst. Wahrscheinlich wie eine Kippe, oder? Alter, Junge. Ja, der hat eben ein paar Zigaretten gegessen. Der ist ja nikotinabhängig, der Hund, deshalb. Ja. Das ist viel. Ey, entweder wir haben richtig Glück und da ist mies Koks drin. Ich glaube nicht, Digga. Ja, Mann, lass übel koksen jetzt. Ich hab mega Bock. Ich bin ein Bett. Machst du das oft? Ja. Machst du das wirklich oft? Mhm. Sehr gut. Guckst du oft? Nein, noch nie gemacht. Ich schwöre dir, ehrlich, glaubst du mir nicht, ne? Ja, Bruder, bei dir kann ich mir alles vorstellen. Von wem ist denn die Tasche hier? Andere Leute von... Ach so, weil wir dachten, die hat einer vergessen. Ist nicht Bombe. Nein, gut. Nein, keine Bombe. Nein, wirklich, wirklich keine Bombe. Vielleicht, sagt er. Das ist so, das ist so geil. Wir müssen so einen Boomerang machen. Ey, Leo. Diese Boomer, Digga. Okay. Ja. Okay, ich hab's so getan. Ist safe, da war nur so Alufolie. Und so eine komische Drähte. Komische. Homie. Ja. So, ich hab mir so mein Essen dahinter ballern, Alter. Holy shit. Isst du viel jeden Tag? Wie lange Sport bei dir? Lass dich drüber reden, Digga. Aber hast du ja Zeit, weil du streamst ja jetzt nicht mehr. Also eigentlich. Ich hab deine Fitness-Streams hab ich sehr enjoyed, Alter. Real talk, ich hab gestern Sport gemacht und ich hab gestern Coach Steph noch gemacht. Bruder, er könnte was so rein, so. Hey, was geht, Coach Steph hier? Wie so ein Amerikaner, einfach. Ich hab mir da ein komisches Teil mit Eye-Tracker angeschaut, wo du trainiert hast, Alter. Wo du so trainiert hast, war mit der Hype-Workout, glaube ich, war das. Nee, Sascha Huber. Sascha Huber, und ich bin low-key ein bisschen gay geworden. Man kann sie nicht filmen, Bruder. Wirklich, thick AF. Finde ich nichts Schlimmes. Leo ist einfach nur so weird am Mitfilmen. Ganz viele Konversation einfach. Ey, das ist so günstig, Alter. Gutes Essen für so wenig Geld. Und unser Essen kam gerade an. Und Revi hat jetzt schon 400 Mal erwähnt, dass das Essen mega günstig ist. Aber mega gut heute auch. Das ist halt geil. Sieht gut aus. Ja. Tobi, sieht gut aus. Sag doch mal was. Vor allem, die war so günstig, Digga. Ja. Wow, das war echt lecker und echt günstig. Oh Mann, Alter. Wie war's? Wie fandest du's? Es war wirklich lecker. Also Preis-Leistung stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin überrascht. Es war günstig und lecker. Jetzt gehen wir noch in eine Billardbar, die Kevin jetzt mehrfach empfohlen hat. Die soll auch sehr günstig sein. Läuft hier einfach lange auf Paparazzi. Nee, hier Feuermelder. War ich ein paar Mal schon drin. Ist ja einer meiner Favorite-Läden hier in Berlin. Habe ich mir halt alles ausgedacht. Hier war ich noch nie jemand. Digga, das ist aber so für Scheiße, Alter. Ja, Mann, Bro, hier sehe ich mich. Wild hier auf jeden Fall. Mach mal aus, Alter, die mögen sowas nicht. Hör mal auf, damit zu verlieren. Ja, noch ein oder wie? Ist eigentlich auch schwindelig. Ja, was hast du auf diese Toilette gemacht? Weiß nicht. Ich habe so eine Teledin-Doku gesehen von Steuerung F. Und da haben die so einen Teledin-Ticker so interviewt. Und der hat einfach so gesagt, Bruder, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Verstehst du nicht so Hunger, sondern so Hunger, Hunger. Ich will Eist aus, Kinder, Frau, Auto, alles, was die anderen Wichser auch haben. So. Bro, das hat ja nicht jeder. Also ist ja nicht jeder Eist aus. Ja, ein Loser, wer nicht Eist aus. Bro, du musst dir vorstellen, es sind Leute, die laufen einfach mit einem Outfit rum, was weniger als 50.000 Euro wert ist. What the fuck, Alter. Einfach nur Facepalm. Junge. Digga, und das in 2020. Das muss man sich mal vorstellen. Da lache ich nur schlapp. Bro, komplett der falsche Laden dafür. Lass mal aufhören damit.